Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, und eine weitere Neuheit von Bulliland für 2023. Und zwar habe ich hier den kleinen Stitch von Lilo und Stitch. Das hier ist ein ganz neues Modell. Lilo und Stitch sind natürlich schon bei Bulliland erschienen. Allerdings war da Stitch noch ein bisschen aggressiver. Hier guckt er total lieb und winkt uns sogar zu. Kommt hier in einem Beutelchen. Ich werde ihn hier mal ganz schnell rausholen und natürlich auch das Klebefähnchen entfernen, denn ich mag die Dinger überhaupt nicht, so ist es besser. Der kleine Stitch sieht so harmlos aus, dabei hat er so dick hinter seinen großen Ohren, ne? Und bevor wir uns die Figur genauer anschauen, ein bisschen Wissen to go zu diesem Stitch. Stitch ist sehr zerstörerisch und zerstört alles um ihn herum. Seine eigentliche Aufgabe war das Zerstören von Großstädten. In Lilo und Stitch war er besonders darauf aus, die Kanalisation zu verstopfen, alle Straßenschilder umzudrehen und von allen den linken Schuh zu stehlen. Stitch kann aber seinen Zerstörungsdrang beherrschen, auch wenn er hin und wieder etwas unabsichtlich zerstört. Um seine Aufgaben zu erfüllen, ist Stitch, so klein er auch ist, unglaublich stark. Er kann das 3000-fache seines eigenen Körpergewichtes heben. Außerdem ist Stitch so gut wie unverwundbar, denkt schneller als ein Supercomputer, kann in der Nacht sehen, sich zu einem Ball zusammenkugeln und herumrollen und an Decken und Wänden krabbeln. Außerdem kann er Plasmaschüsse fangen und sie wieder zurückschleudern. Stitchs einzigste Schwäche ist Wasser, da er in Wasser wegen seiner dichten Molekularstruktur untergeht. Deshalb hat er auch Angst vor Wasser. Stitch hat 2 zusätzlich ausfahrbare Arme sowie 2 Fühler und 3 Stacheln auf dem Rücken. Diese hat er aber meist eingezogen, um seine Tarnung als Erdenhund aufrecht zu erhalten. Sie dienen wohl mehr als Einschüchterung oder zum Kämpfen. Stitch kann mit seinen Ohren leise Gespräche aufnehmen und aus seinem Mund laut wiedergeben. Übrigens, Stitch liebt Kokosnusskuchen über alles. Warum sein Name Stitch ist, ist unbekannt, aber auf Deutsch heißt Stitch so viel wie Stich. Ja, und hier ist er, der kleine Stitch, der es wirklich faustig hinter seinen großen Ohren hat. In einer wunderbaren Bemalung, das kann man anders nicht sagen, mit wunderbaren Details. Stitch steht hier wie eine 1 und hat eine Höhe am Ohr gemessen von gut und knapp 6 cm. Hier in einer winkenden Pose seine großen Augen, die riesige Knopfnase. Ja, erinnert ein bisschen an Koala. Er hat hier auch noch 2 weiße Lichtpunkte in die Augen bekommen, was mir sehr gut gefällt. Drumherum dieses Hellblau und die Grundfarbe ist so ein leichtes Violett oder Flieder oder wie ihr das auch nennen wollt. Ihr seht, seine Ohren haben hier auch schon Blessuren abbekommen. Ja, durch die vielen Kämpfe, die Ohrenspitzen haben hier auch eine dunklere Farbe bekommen. Hier klebt schon wieder das Klebeschildchen bzw. die Klebereste. Ich sag ja, ganz, ganz, ganz furchtbar. Die Dinger hier immer gleich wegmachen. Nicht gut, die an den Figuren dran zu lassen. So, die Zähne haben sie hier in einer Cremefarbe bemalt, haben so einen leichten Gelbstich. Die Zunge ist ganz dunkelrot, vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Dann hier ein paar Härchen auf der Brust, finde ich goldig, genauso wie Härchen hier oben auf dem Kopf. Dann hier eine nicht ganz so schöne Gussnase, die man hier finden kann. Bin ich sehr überrascht, das von Bulliland zu sehen. Dann die Fingerchen einzeln gearbeitet und die Krallen. Schaut euch das an. Klein, spitz und gemein und extra bemalt. Der Knaller, genauso wie der kleine Fleck hier an der Hand, Fleck auf dem Rücken und hier auch auf dem Köpfchen hinten, genauso wie hier oben. Also klasse. Wirklich klasse. So, der Arm ausgestreckt, hier auch die einzelnen Fingerchen zu sehen, mit den Krallen, hier auch noch so ein kleiner Punkt. Als Handfläche, mehr oder weniger der Bauch, ist hellblau, genauso wie der Unterkiefer. Und hier unten an den Füßen seht ihr auch noch, dass die Krallen extra bemalt wurden. Also das ist schon echt der Burner. Ich meine, klar, ist eine Lizenzfigur, muss man ganz genau umsetzen. Ja, und das ist Bulliland hier wieder perfekt gelungen, wie ich finde. Ich sag ja, bis auf die Gussnase hier, aber trotzdem
echt toller Stitch. Vom Gummi her muss ich sagen, ja, auch schön, fasst sich angenehm an und absolut knubbelig. Ne? Ihr seht sein Bäuchlein, das Schwänzchen, mega knuffig. Ich liebe Lilo und Stitch, definitiv großartige Figuren, das kann man anders nicht sagen. Ansonsten ist es recht sauber bemalt, auch die Ohren innen haben noch eine andere Farbe bekommen. Hier an diesem Auge, seht ihr das, da sieht man so leichte schwarze Streifen noch am Rand. Ist aber okay, das fällt euch erst auf den zweiten Blick auf. Hier ist es besser geworden. Die Zähne sind okay bemalt, sagen wir es mal so, ne? Nicht ganz bis zum Boden bemalt, eher drüber gestrichen, aber auch das ist noch absolut okay. Die Gussnase hier, ja, kann ich auch mitleben. Ansonsten hier dieses Hellblau sitzt da, wo es sitzen soll, nichts drüber geschmiert und gar nichts. Auch die Krallen haben sie sauber bemalt. Das ist schon absolut okay, was Bulliland hier abliefert. Schöne Figur und er gefällt mir besser als der Aggressive, ja, also definitiv. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir hier auch schon durch, ja, also auch den gibt es jetzt ganz neu. Und Stitch, wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Modellnummer 12587. Ja, damit würde ich sagen, sind wir hier auch schon wieder durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Winke, winke. Euer Rupi. Yay. Yeah.